Ich liebe meine Frau. Und sie liebt mich. Ich genieße ihre Gesellschaft und dafür werde ich mich niemals entschuldigen. Okay, aber ich denke, dass... Alle hassen euch. Wir sind hier nicht die Merkwürdigen. Berührst du gerade sein... Was? Nein, nein, mir ist nur was runtergefallen. Ich wollte es aufheben. Oh, hallo. Ma'am, ich arbeite für die Stadt. Alle paar Jahre begegnet uns jemand mit einem... Defekt. Sie haben viel Sex, im Durchschnitt 2,5 Mal am Tag. Sie streiten sich so gut wie nie. Ah, nach der Injektion wachen Sie morgen früh genauso auf wie jeder sonst. Sie werden sich normal fühlen. Ich will nicht hierbleiben. Wo willst du denn hin? Ich weiß nicht, irgendwo hin. Hi, Karen. Wenn ihr immer noch Interesse daran habt, wir hätten euch bei dem Paarausflug gern dabei. Fantastisch. Tja, und was jetzt? Wir müssen so tun, als wäre nie irgendetwas passiert. Er ist niemals bei uns aufgekreuzt. Hey, das erste Pärchen ist aufgetaucht. Wer will eine Führung? Was ist mit dem hier? Oh nein, das ist kein Schlafzimmer. Es gibt also eine Waffenkammer. Das wird ein Mordswochenende. Denn jetzt ist Partytime. Oh mein Gott. Wir haben nichts mehr zum Saufen. Ich kann fahren und was zu saufen holen. Rattle? Ja? Willst du nicht mal was anderes? Sag mir die Wahrheit. Vielleicht stimmt irgendwas nicht mit uns. Kommt jemandem dieser Koffer bekannt vor? Jemand beobachtet uns. Was zum Teufel tun wir dann noch hier? Nette Titten, Bro. Mit uns ist alles in Ordnung. Das ist Liebe, Baby. Es funktioniert nicht. Ich sehe mir das Tor mal an. Ich hüpfe jetzt über das Fotzentor rüber. Atmet er?